Freunde und herzlich willkommen hier zu Dragon City und hier auf meinem Kanal Drachenkönigin 1000. Das Heldenrennen geht weiter, es geht wieder los. Es sind nur noch ein paar Tage, also auch nicht mehr so lange, Leute. Ich glaube nur noch 6 Tage, wenn ich gerechnet habe. Und hier seht ihr ein schönes... Der schöne Startbild mit den hohen Drachen, mit den hohen Sterndrachen. Ja, so einiges ist auch nicht passiert und heute schauen wir uns, genau, ich wusste es, nur noch 6 Tage geht das Heldenrennen, also auch nicht mehr so lange, Leute. Und hier ist ein legendärer Drache jetzt im Angebot, der Patrioten Generaldrache besteht aus Träumen, Mut und Strahl. Ist jetzt in Angebot. Ja, natürlich zeige ich euch, wie weit ich gekommen bin. Ich bin nicht so weit, Leute. Aber ich bin schon, ja... Ich würde sagen, Runde 2 habe ich schon längst abgeschnitten. Ich bin schon fast bei Runde 4. Das hört sich gar nicht mal so übel an, weil, Leute, dann kriege ich halt... So ein violette Kugel und 15 Edelsteine. Diesen Drachen würde ich gerne holen, aber es ist halt nicht so einfach, Leute. Danke für diese Idee. Ein YouTuber, einer hat unter die Kommentare geschrieben, dass ich langsam das Futter einsammeln soll, damit ich dann auch welche davon bekomme. Ja, ihr seht ja auch schon, Nemesis Pokal wollte ich heute Morgen fertig machen, aber ich hatte zu wenig Edelsteine und musste dann in die Schule. Also konnte ich es leider nicht schaffen. Aber ich habe, ja, es fast geschafft, aber leider war es. Das war über 100 Edelsteine, musste ich dann bezahlen und ich hatte leider nur 80. Das war jetzt leider... Zack. Das kann ich irgendwie jede 4 Stunden aktivieren. Ja, hier sind schon gute Drachen im Angebot. Finde ich echt schon. Übrigens, Leute, ich zeige euch nicht nur, wie weit ich bei dem Helden drin bin, sondern viel. Was steht da gerade? Lass mal da. Legenden von Deus. Demnächst neues Legenden von Deus Ereignis. Demnächst gibt es eine neue Episode der Legenden von Deus und einen weiteren exklusiven Drachen. Bleibt dran. Oh ja, Leute, ich glaube, das ist der letzte Drache hier, der hier angezeigt wird. Jetzt ist mal hier. Plupp. So, verkaufen. Den brauche ich nicht. Ich habe ja noch einen Drachen. Den werden wir heute ausbrüten, weil ich das Turnier geschafft habe, Freund. Ich habe das Turnier geschafft. Dieses Mars-Pokal und habe dann den Mars-Drachen bekommen. Den werden wir auch heute noch machen. Ich bin inzwischen so weit. Ich bin jetzt auf den 6. Platz. Ich habe ihn auch eingeholt. Ich bin ab Runde 3 und fast schon Runde 4, Freunde, fertig. Ich könnte es schaffen, mich zu qualifizieren. Ups. Und dann eventuell die beiden Jubiläumsdrachen und dann noch den Drachen bekommen. Ja, als allererstes setze ich mal eben die 2 Edelsteine ein. Ich setze nicht so viele Edelsteine ein, weil ich die noch brauchen werde, falls Drachen in Angebot sind, die ich nicht habe und die ich unbedingt haben wollte, ich die mir dann kaufen kann. Deswegen setze ich da nicht so viel ein. Aber ich sammle natürlich jede Menge dann ein. Ja, ist schon ein richtig cooles Heldenrennen. Also ich bin, wahrscheinlich würde ich es nicht schaffen. Die sind echt wieder abgegangen. Also, naja, zur Zeit gehen die echt hier ab. Aber Leute, machen wir nichts draus, sondern machen wir jetzt hier den Mars-Drachen, den ich noch bekommen habe in diesem Turnier. Und zwar packe ich ihn jetzt hier hin. Ich finde, der sieht übelst geil aus. Und dann kriege ich auch für das Heldenrennen etwas. Und den finde ich auch übelst geil. Den Mars-Drachen finde ich richtig cool mit den
ein Auge. Ey, das haben die so geil gemacht. Also richtig cool gestaltet. Der sieht echt mega aus. Und jetzt habe ich zurzeit keinen Drachen mehr, den ich ausbrüten kann. Das ist natürlich schade, aber... Ach so, es gibt noch zwei Drachen? Okay. Dann machen wir mal hier jetzt. Damit dieses Zeichen eigentlich mal weg ist, dass ich einen neuen Drachen bekommen habe. Sonst nervt das ständig, wenn ich das jedes Mal sehe, wenn ich spiele. Und jetzt schauen wir uns den Marsdrachen an, Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den nennen soll. Also Marsdrachen, das müsste irgendwas mit... Ach komm, weißt du was? Ich nenne einfach Max der Marsdrache. Das sieht übelst geil aus. Also echt coole Gestaltung. Und wir kriegen auch was für das Heldrennen. Diese Dinger da. Das ist ja richtig cool. Dann komme ich noch viel weiter im Heldrennen. Da schauen wir auf jeden Fall gleich noch vorbei. Erstmal füttern wir ihn zu Ende. Und zwar auf die letzte Stufe, wo er ausgewachsen ist jetzt. Dann wollte ich mal gucken, was kann er? Also das ist ja richtig geil, Leute. Der Drache ist richtig gut gestaltet und auch richtig coole Sachen hat er drauf. Mal gucken, Beschreibung. Falls du noch nie einen Drachen vom Mars gesehen hast, hier ist deine Chance. Marsdrachen sind schlau und freundlich. Doch manchmal verstehen sie die Gepflogenheiten der Erde nicht so ganz, weshalb du Geduld mit ihm haben solltest. Okay. Ja, schon ganz gute Attacken. Er hat Kopfstoß jetzt, Erleuchtung und Laserstrahl. Und ab 15 lernt er dann dieses andere Element, dieses, was auch immer das heißen soll. Also ist schon ein richtig cooler Drache, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ist einer der coolen Drachen und ich bin echt froh, dass ich ihn bekommen habe. Ihr wisst ja hier, das habe ich auch euch in einem Video gezeigt. Hier habe ich ja den Riesendrachen bekommen. Der war auch nicht leicht, aber ich finde ihn auch richtig cool. Der sieht mega geil aus, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Das habe ich euch alle schon gezeigt. Ach ja, übrigens, Veränderungen sind auch stattgefunden. Und zwar, dass der reine Drache jetzt fertig trainiert hat und dass ich den auch im Kampf einsetzen kann. Wenn der reine Elektrodrache fertig ist. So, dann sehen wir mal zu. Dann gehen wir mal in die alte Welt. Ups, da war ich schon seit gestern nicht mehr dran. Das war gar nicht jetzt so gut. Denn da muss ich ja auch noch weiterkommen. Ich muss immer noch diesen Drachen auf Stufe 2 bringen. Und das kann etwas dauern, weil ich Steine entwickeln muss, die ich bis jetzt noch nie gebraucht habe. Aber Leute, hier seht ihr schon, zack, kann wieder so einen Stein machen. Denn ich muss diese Steine machen. Und mir fehlt noch ein einziger, dann habe ich den roten Stein fertig. Das ist cool. Auf jeden Fall werde ich dann auch eine Folge machen, in der ihr dann es sehen könnt und wo ich euch natürlich dann informieren kann. Ich meinte natürlich hier diesen Drachen, den Baron der Sirenen oder wie auch immer, keine Ahnung, wie er heißt. Ganz toller Drache, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Dann gehen wir mal wieder zurück zu meiner Insel, zu meinen Inseln eigentlich. Zu meinem Dragon City, also ich könnte mal bald wieder, ich habe jetzt so viel Futter gesammelt, dass ich jetzt die Zeit habe und viel Futter habe, dass ich dann Drachen auf Stufe 28 bringen kann. Damit die noch stärker sind. Unter anderem meinte ich natürlich auch mein allererster hoher Drache, den ich im Heldenrennen gewonnen habe. Und zwar der hohe Überlegenheitsdrache. Der hat ja schon viele Kämpfe gemacht, Leute. Der hat mindestens schon 3 Millionen. Ne, 1 Million. 1426 Kämpfen hat er gewonnen. Das ist mega heftig. Ich glaube, er hat es verdient, auf Level 28 aufzusteigen. Dann ist er noch viel stärker.
stärker. Dann habe ich viel größere Chancen, aber das dauert noch ein bisschen. Ich werde es aber bald machen. Jetzt gehen wir zurück ins bei einem Heldenrennen. Da bin ich wohl sehr weit gekommen. Also ich muss ehrlich gesagt zugeben, bin kurz davor. Gold sammeln kann ich ja nachher nochmal vorbeischauen in ungefähr, ja keine Ahnung, eine halbe Stunde vielleicht. Und dann sammle ich Gold ein und wahrscheinlich schaffe ich es dann auf diesen, diese Mission hier abzuschließen. Dann muss ich noch eine Mission abschließen. Dann habe ich die Runde 4, also Runde 3 quasi fertig und bin auf Runde 4. Und dann muss ich noch einmal komplett herum, dann habe ich mich qualifiziert. Ich bin echt gespannt, ob ich die anderen noch überholen kann, weil das wäre richtig cool, weil ich will ihn ja haben, Leute. Das wäre dann mein erster hoher Drache, bei dem ich einen legendären Element habe. Aber guck mal, ihn wollen so viele haben ihn, die geben richtig Gas, die, und ich habe nicht so viele Edelsteine, um das zu schaffen. Aber ich werde mir Mühe geben, trotzdem Schule, trotzdem andere Sachen. Ich schätze, ihr habt genauso gleiche Probleme. Also es ist schon ein geiles Heldenrennen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Es macht echt Spaß, die ganzen Helden drin und die ganzen Inseln, die natürlich auch noch kommen. Ja, also das zurzeit kann ich jetzt nicht aktivieren, weil anscheinend wohl kein Drache trainieren muss. Vielleicht kann ich mal gucken, ob da noch einer trainieren muss. Das kann nicht sein, dass alle trainieren haben. Das, ich glaube, so schnell ging das eigentlich nicht. Wir gucken mal nach. Der hat fertig trainiert. Oh, hier Whirlpool möchte er noch. Ach komm, dann lass ihn dann mal trainieren. Der kommt schon weiter. Ja, ich habe einen bekommen, so einen Stein. Komme ich sicherlich weiter. Oder auch nicht. Ja, ich bin schon hier bei der Hälfte fast. Und dann gehe ich auf 48, Leute. Und danach auf 49. Und danach, Leute, kann ich natürlich hier den letzten Turm aufbauen. Und dann habe ich alle Türme so gut wie fertig. Der andere Turm braucht natürlich ein bisschen. Ja, tatsächlich, da hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich mal einen Zuchtversuch mit meinen hohen Rexilein machen soll. Das kann ich natürlich auch mal machen. Aber wie gesagt, er ist mein einzigster hoher Drache und ich brauche ihn natürlich in Drachenkämpfen. Weil natürlich sehr viele hohe Drachen kommen und dann habe ich natürlich wenige Chancen zu gewinnen, wenn ich nicht meinen hohen Drachen einsetze. Hier, ja, gestern war übel spät, also so gegen 12 habe ich es aktiviert am Samstag. Und gestern muss ich natürlich früh ins Bett gehen, weil heute Schule war und deswegen. Ich mache es natürlich heute Abend und habe natürlich die Drachenkämpfe nicht dafür aufgegeben. Ich habe die weitergemacht. Wir können ja mal schauen, ob irgendwelche Turniere noch starten. Ich schätze mal, nein. Genau, ich starte nämlich keine Turniere und dieses Turnier kann ich auch nicht weitermachen. Das habe ich euch schon mal gesagt. Ich sage es aber trotzdem nochmal. Ich brauche den Vermächtnisdrachen Level 28. Der Vermächtnisdrache ist ein legendärer Drache. Und ich versuche ihn gerade zu züchten. Und dann muss ich noch andere Drachen auf 28 haben. Deswegen könnte ich vielleicht mal irgendwann mal in einer Woche oder so. Keine Ahnung, je nachdem. Dann den hohen Überlegenheitsdrachen und meinen Albtraumdrachen auf Stufe 28 bringen, weil ich die dann schon habe und sobald ich dann den Vermächtnisdrachen habe, ihn dann auch füttern kann auf 28. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt unbedingt in Kommentare, wie ihr das findet und Ideen, je nachdem, Tipps und sowas. Und schreibt natürlich in die Kommentare, wie weit ihr bei dem Heldenrennen seid, wie weit ihr da seid, ob die qualifiziert sein, ob es bei euch sehr gut läuft, ob die erster Platz seid oder ob es ganz schlecht läuft. Das würde mich total interessieren und ja, wird das auch dann Let's Play auch immer total interessant. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, wann ich die nächste Folge hochlade. Ich schau mal. Bis zur nächsten Folge. Ciao.